Ich habe das ja vorhin angefangen mit dem Frieden, ja, dass wir alle eigentlich gar nicht wissen, was Frieden ist. Frieden ist, wie ich das gesagt habe, Atemstillstand, ja, die absolute innere Beruhigung, das Verlöschen, wie das Buddha mal gesagt hat. Das können natürlich nur wenige Leute erreichen und ich habe es selber auch noch nicht erreicht. Ich bin nicht an diesem Punkt. Aber ich habe durch meine Meditation, die ich mache, seit ich 18 Jahre alt bin, einfach Atemkonzentration, die ich versuche ständig durchzuführen, ein Erlebnis gehabt, das unglaublich war. Ich habe mich nämlich auf den Atem irgendwann mal, auf den Atem meines Sohnes konzentriert, als wir im Einschlafen waren, da war er noch ganz jung. Und als ich mich auf seinen Atem konzentriert habe, habe ich eine Glückseligkeit erfahren. Eine echte Glückseligkeit. Und das habe ich mein ganzes Leben nie wieder gehabt, obwohl ich meditiere, seit ich 18 Jahre alt bin. Ich habe das nur einmal gehabt und es war eine unheimliche Gnade für mich. Und ich weiß, wo der Frieden liegt. Der Frieden liegt in uns, ja, in unseren Herzen. Und wenn wir diesen Frieden in irgendeiner Weise erreichen wollen, müssen wir uns nach innen wenden, in unsere Innenwelt, ja, in eine Welt, in der alles harmonisch ist, in der diese ganzen störenden Faktoren von außen, das Hin- und Hergerissensein, was uns von der Außenwelt entgegengebracht wird, einfach mal stillhält, ja, einfach nicht mehr da ist, weil man in seiner inneren Mitte ist. Die Chinesen stellen den Frieden in dem Buch der Wandlung im I Ching dar, dass das Schöpferische und das Empfangende miteinander verbunden sind. Das heißt, die männlichen und weiblichen Kräfte stehen in einem gewissen Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist in dem chinesischen Zeichen der Friede, dass das männliche, starke, schöpferische Prinzip sich unter das weibliche, empfangende Prinzip begibt. Das Ganze führt natürlich dazu, dass der Friede, und wenn man sich das betrachtet, sieht man, dass der Friede nur ein temporärer Zustand ist, der nicht immer da ist. Der kommt und geht. Aber wie erreichen wir den Frieden, sage ich mal jetzt, über diese zwei Zeichen, ja, dass das Schöpferische sich unter das Empfangende begibt. Das Schöpferische strebt nach oben, das Empfangende strebt nach unten. Und das ist das Wunderbare an diesem Frieden, weil diese beiden Kräfte sich dadurch, dass das eine nach oben strebt und das andere nach unten strebt, sich in einer Weise potenzieren, dass der Frieden da ist, weil diese beiden Kräfte befruchten sich gegenseitig. Und diese Befruchtung, die müssen wir hier in der Friedensfusion einfach durchführen. Ja, wir müssen unsere Brüder und Schwestern befruchten mit unserer Liebe, ja, mit unserer Liebe, unserem Verständnis, unserem Wissen befruchten, dass wir zusammen stehen können stehen können in eine wunderbare Welt, in eine Welt des Friedens. Ich hab mir völlig vorgenommen, heute nichts zu sagen über Obama oder Osama oder irgendwas anderes. Ich habe mir einfach wirklich vorgenommen, nur über den Frieden zu sprechen. Aber in unserer Bewegung müssen wir uns fokussieren und uns verbünden. Wir müssen unsere Gegner, unsere politischen Gegner, die auch für den Frieden sind, umarmen und mitnehmen, gemeinsam auf die Straßen, dass wir den Frieden propagieren können. Ja, dass wir zeigen können, was Nächstenliebe ist. Ja, dass wir einfach
Menschen umarmen, dass wir ihnen einfach mal Liebe geben. Ja, die meisten Leute haben keine Liebe, die haben keine Wärme in ihrem Leben erfahren, die sind einfach völlig neurotisch, ja, weil, also die Neurose geht bis zu diesem Punkt, dass Kinder von ihren Eltern geschlagen werden. Und diese Schläge, die sie von den Eltern bekommen haben, ist die einzige Zuneigung, in Anführungszeichen, die diese Kinder bekommen haben. Und sie meinen, wenn der Vater sie schlägt, weil das die einzige körperliche Bewegung ist, die der Vater diesem Kind gibt, dass das die Zuneigung ist. Und diese Menschen werden später gewalttätig. Warum? Weil sie geschlagen werden wollen. Sie wollen geschlagen werden. Das ist eine ganz schlimme Neurose. Und was können wir mit solchen Leuten machen? Ja, was können wir? Viele Leute sind so programmiert. Viele Leute sind in diesem System einfach so programmiert, dass die Liebe, die Nächstenliebe, einen Stellenwert in diesem Leben erreicht hat, der einfach schlimm ist. Wir sollten anfangen, wirklich unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, wie Jesus Christus das auch schon gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weil wir sind unser Nächster. Ja, es gibt keinen Unterschied zwischen uns, nur äußerlich. Innerlich sind wir alle eins. Das muss uns einfach klar werden. Wir sind alle eins innerlich und wir sind die Liebe. Ja, denn die Liebe hat das Universum geschaffen und uns geschaffen. Wir leben in einem wunderbaren Planeten. Wir haben ein wunderbares System, das der Schöpfer für uns gemacht hat, dass wir hier drin leben können, dass wir glücklich sein können und zufrieden sein können. Was hält uns davon ab? Was hält uns davon ab? Wir müssen einfach positiv werden, immer positiv werden und immer positiver, immer, immer weiter positiver. Es gibt eine nette Einlage von einem normalen Bürger. Ja, das ist das, was wir machen. Wie werden wir immer positiver? Indem wir einen spirituellen Weg gehen. Indem wir nicht auf das hören, was uns die Mainstream-Medien einflüstern wollen. Indem wir nicht auf diese ganzen Anfeindungen von außen reagieren, sondern indem wir einfach Nächstenliebe zeigen. Indem wir einfach unsere Nächsten neben uns einfach mal richtig in den Arm nehmen. Macht das mal. Nehmt euch alle mal richtig in den Arm. Liebt euch mal. Drückt euch. Drückt euch. Drückt euch. Drückt euch und drückt euch. Jetzt bist du dran. Also ich kriege mich jetzt aus. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag noch hier. Praktiziert Liebe. Praktiziert Liebe. Macht viele Kinder.